Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Video nach über 3 Wochen. Ihr erinnert euch, ich habe damals eine Roomtour gemacht und habe ja gezeigt, dass ich so eine Art Heimkino habe. Ich nenne es immer Heimkino. Und das hat jetzt aktuell wieder etwas Gestalt angenommen und das möchte ich. Ich hätte vielleicht nicht warten sollen, bis es draußen dunkel ist, weil es hier drin auch dunkel ist, aber egal. Ich nehme wieder mal mit dem Handy auf, weil die GoPro wieder mal nicht geladen ist. Ist auch egal, weil das sieht wahrscheinlich noch beschissener aus wie mit dem Handy, aber ist egal. Ich habe wieder investiert und habe jetzt erstmal einen Punkt erreicht, den ich so lassen möchte. Und das möchte ich euch jetzt mal so in Videoform zeigen, was ich hier alles verbaut habe. Ich habe mir auch eine Liste gemacht. Ich kann es ja mal zeigen, die gut leserlich ist, was hier alles so dran ist und wie viel es am Ende gekostet hat. Und ja, dann fangen wir mit dem Hauptwerk an bei so einem Heimkino. Das ist der Beamer. Hängt mittlerweile, oder ich zeige mal erstmal hier von vorne, hängt mittlerweile kopfüber von der Decke und blendet schön, weil er an ist. Bloß im Energiesparmodus. Na? Und das ist ein BenQ TH683 bzw. 683, wie man es nimmt. Ja, hat gekostet neu 600 Euro. Also hier steht 599, das ist aber egal. 600 Euro. Und ja, ist eigentlich obere Mittelklasse oder sagen wir mal Mittelklasse, ist es nichts Besonderes, aber er ist schon besser, er ist ruhig, er ist eigentlich gedacht, um zum Beispiel hier auf den Tisch zu stellen, das war mein erster Plan, aber weil mich die ganzen Kabel genervt haben, habe ich das halt jetzt so gelöst und wie man sieht man kein Kabel oder nicht offensichtlich. Genauso wie ich den festgemacht habe, ohne zu bohren und zwar mit 2 Kabelbindern. Das geht nämlich hier bei uns, weil ich die einfach um den Balken ringsrum gemacht habe, da irgendwie Löcher drin sind. Hab dort an der Halterung, die Halterung habe ich mir auch aufgeschrieben, ist eine Universalhalterung, die habe ich so billig wie möglich. Ich habe bloß die Länge gebraucht. Die hätte sogar fast kürzer sein können. Naja, gut. Und die hat 13 Euro gekostet, also eigentlich kein Geld, ne? Da kann man eigentlich normalerweise auch, also du kannst jeden Beamer ranhängen, da kannst du alles an die Decke hängen mit dem Ding. Du kannst sie an der Wand machen, du kannst sie senken, neigen, ein- und ausformen, kann mit da alles machen. Dann habe ich oben so ein Stück Sperrholz. Also es ist sehr starkes Sperrholz und habe das mit die Kabelbinder dort, also habe die Halterung dort dran geschraubt und mit den Kabelbindern das Sperrholz an der Decke festgemacht. So funktioniert das nämlich auch, bei gute Kabelbinder genommen und auch dicke. Und da hält es jetzt seit ein, 2 Monaten. 2 Monaten? 1 Monat? 1 Monat erst. Erst? Ja, gut. Ja. Dann Kabelmanagement kann ich ja gleich mal zeigen. Warte mal, ich mache mal das Deckenlicht an. Also das Deckenlicht, ich habe das Deckenlicht an, aber warte, das Eckenlicht. Macht nämlich ja alles. So. Kabelmanagement. Ich will mich nicht wieder in der Spiegelung rauspixeln wollen. Geht da oben lang. Und dort lang. War früher mal rangeklebt und jetzt habe ich es ganz primitiv gemacht. Mit Draht. Das ist hier Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun. Ja, solchen Draht habe ich da genommen, weil der sehr stabil ist und die richtigen Maße hat. Das sieht man ja näher hinten, wie schlecht das verlegt ist. Man steht ja meistens hier vorne und da siehst du gar nichts davon. In der Ecke dann geht einfach das Kabel nach unten und ich weiß nicht, wenn es aufgefallen ist, das ist nur ein Kabel. Das ist nur ein Stromkabel. Also wird nämlich der Beamer wird über einen Mini-PC gespeist. Da handelt es sich um ein ASPC oder ACE-PC T6. Hat 120 Euro gekostet, ist eigentlich ganz unkompliziertes Teil. Oder ich zeig's mal von oben. Nicht besonders groß. Und halt nur gigantische USB-Stick, ist gleich HDMI-Anschluss vorne dran. Strom kriegt er über den Beamer. Und, oder ich habe es aufgeschrieben, der hat 4 GB. Arbeitsspeicher, 64 GB interne Speicher und es sind 4 Kerne mit 1,4 GHz und ist ein Intel Atom. Ja, natürlich mit dem Rechner dort nicht zu vergleichen, aber besser wie mein Laptop stellenweise. Das ist schlimm.
Ja, aber somit habe ich nichts auf dem Tisch stehen, außer Tastatur und Maus. Habe keinen Laptop dort, wo ich noch einen Bildschirm im Weg habe. Und einen Mini-Rechner hätte ich auch ran, aber das ist wieder klobig. Da brauchst du wieder extra Strom. Du musst hier oben noch Verteiler hinmachen. Es geht nur ein Netzkabel hier hoch. Es waren sich natürlich viele Fragen. Ja, sehr schön. Du hast dein Bild hier oben und alles, aber du hast doch nicht bestimmt deine Original-Lautsprecher hier dran. Hatte ich anfangs. Also ich hatte die Beamer-Lautsprecher, die sind zu schlecht. Dann hatte ich extra Lautsprecher, die hatte ich hier hinten drauf stehen. Sound von hinten ist sehr scheiße und halt immer ein Kabel bis hier hoch. Also habe ich jetzt ein spezielles Soundsystem. Was heißt Soundsystem? Das ist erstmal hoch, das ist erstmal so ein bisschen hier vorne, ich sag mal hin improvisiert. Da ist eine. Warum fokussiert er dauernd? Fokussiert doch mal ordentlich, Junge. So, und zwar. Ach guck mal, man sieht meinen Schatten. Schön. Das ist eine uralte, eigentlich 5.1 Soundanlage. Problem ist, bei der 5.1 fehlt der mittlere Lautsprecher, also ist es nur noch abgespeckt 4.1. Und weil ich jetzt hier noch keine Kabel nach hinten ziehen will, ist es sogar nur noch 2.1. Na gut, ja, bisschen Beschiss gemacht. Das ist der Lautsprecher, der ist hier vorne mit angeschlossen an dem Knoten. Ja, und jetzt habt ihr bestimmt schon das schwarze Kessel hier drauf gesehen. Und davon rede ich. Das ist ein SVS Drahtlos Audio Adapter. Habe ich mich informiert. Das Ding ist richtig geil. Da habe ich nämlich hier, wenn man drauf guckt, den Receiver. Und hier oben, wartet, den. Ja, wird man jetzt sehen, aber das ist der Transmitter. Und ich habe von hier, von meinem Beamer, das. Ausgangssignal, weil ich hätte dann natürlich direkt von dem kleinen PC nehmen können. Das Problem ist bloß, ich kann die Lautstärke dann nicht über Fernbedienung regeln. Also habe ich vom Beamer mit AUX-Kabel in diesen Transmitter rein, der überträgt, also das ist ein, der Eingang ist dieser AUX-Anschluss, sage ich jetzt mal. Also dieser 3 mm Klinke ist immer ein, ist, ich sag mal, Einlass. Und hier unten dann, ich renne wieder hin. Steht mal kurz weg. So. Kommt AUX wieder raus. Da kommt AUX raus. Das ist nur der Energieversorgung. Und geht dann hier unten ran an diesen. Also es kommt AUX-Kabel auf das RCA. Also hier, wisst schon, ne? Dieser. Und von da habe ich noch Y-Adapter, die das auf zwei Channels aufteilen. Wenn man nämlich genau guckt. Wartet. Ach, hier sieht man das wieder nicht. Da ist nämlich einmal Front. Dann Mittel und Bass und dann Heck, sage ich jetzt mal, also hinten. Ne? Also vorne Bass und Sender und hinten. Und ich brauche aber nur vorne und Bass und Sender, deswegen habe ich nur zwei gebraucht. Ja. Das ist eigentlich Beschiss, aber es funktioniert. Erstmal. Es gibt natürlich noch bessere Lösungen. Ich wollte es aber nicht über Bluetooth machen, weil das Problem ist halt, ich wollte mit der Beamer-Fernbedienung auch laut und leiser machen. Ne? Somit ist das jetzt mir ermöglicht. Funktioniert auch sehr gut. Gut. Das Problem ist bloß mein Kabelsalat hier. Es ist noch nicht mehr viel, aber es ist. Das ist ja von meinem Rechner hier. Und das Ding ist ja auch von meinem Rechner. Und das habe ich schon gebraucht, weil ich zwei Steckdosen gebraucht habe. Einmal für den Subwoofer und einmal halt nur für das Übertragungsscheißteil dort oben. Nee, es ist nicht scheiße, das ist geil. Es ist halt bloß scheiße teuer. Ja, und dann habe ich halt hier Lautsprecher und dort noch Lautsprecher stehen. Erstmal. War halt so der Versuch. Ja, das Ding hat 130 Euro gekostet. Ja, dann habe ich noch so ein paar diverse Kabel gebraucht, wie jetzt zum Beispiel die Y-Kabel, dann noch ein AUX-Kabel, dann da oben noch das Verlängerungskabel, das Netzkabel habe ich schon auch neu gekauft und das war es eigentlich an extra Kabeln. Das war nochmal 20 Euro und dann habe ich noch eine schöne Tastatur gekauft, weil ich ja auch über Bluetooth. Die Funkmaus hatte ich ja schon an meinem Laptop. Ich setze mal kurz hin. Fällt was auf bei der Tastatur. Ist eine englische, also amerikanische, also ja, das, ich weiß gar nicht, was steht da hinten drauf. Das ist die billigste, die ich gefunden habe. Sieht man das? Komm, fokussiere mal, ich habe zu schlechtes Licht hier drin. Hier steht auch nicht, dass die. Ja, ist am Ende auch. Wenn man es weiß, kommt man damit zurecht. Aber manchmal sucht man doch noch ein paar. Ja, und das war die billigste, die ich gefunden habe. Weil das braucht schon großartig für eine Tastatur, wenn die mal gebadet wird. Ne? Und die Maus, die hat auch mal 10 Euro gekostet. Da geht schon ein paar Tasten. Ne?
bei einer Maus mit drei Tasten, wenn da ein paar Tasten nicht gehen, das ist schon vielprozentig, aber na gut. Ja, hab schon alles vorgelesen? Ja, da sind wir so bei 903 Euro, oder ich habe mich sogar verrechnet, 902 Euro sind es eigentlich sogar, oder sagen wir mal 900 Euro. Mit die Kabel, das habe ich jetzt nicht ganz so genau genommen, aber ja, das ist halt, ich sag mal, das Heimkino, das ist noch die Tastatur zu, die Fernbedienung zum, warte mal, ich halte die mal so, dass es fokussiert. Ach so. Auch alles auf Englisch. Kann ich zum Beispiel mal anmachen, oder? Sollte jetzt das Licht angehen? Na komm. Ach, jetzt fängt er hier wieder an. Komm. Ah, so. Und jetzt haben wir ja ganz normal Windows 10, ne? Und, warte mal, die Hand wechseln, so. Und es flackert schön, so wie ich das sehe. Ja. Ich kann auch noch mal hier kurz zeigen, die Specs. Mach ich die mal auf. Das sind natürlich meine Niffel. Na? Und siehst du, wie schnell der, also wie der im Leerlauf läuft. Mit 166 Prozess für das kleine Ding, der Arbeitsspeicher. Gut, ich habe gerade Firefox offen, weil ich Musik gehört habe. Aber, ja. Das Aggregat macht ganz schön Licht, also... Es wird schlagartig wärmer hier drin. Ich habe schon 23 Grad, wo ich heute angefangen habe, hatte ich 22 gehabt. Aber seht ihr, wie lange er läuft. Seit 50 Minuten. Ja. Und halt auch gestochen scharf, ne? Wenn man das mal so sieht. Ja, sieht man mein Handy. Kann man hier, warte mal, es gab doch früher diese typischen Schattenspiele im. Gab es dort einen Hund, glaube ich. Und was gab es noch? Dann gab es noch die Gans. Oh Gott, ich kann das mit links nicht. Ach, das ist so egal. Das ist der Spuckeball? Nee. Gut. Ja, das war eigentlich schon wieder mal alles. Ging schneller wie gedacht. Ich mach kurz mal wieder Echo Blank rein. So. Ja, und die leuchtet. Das heißt, wenn es dunkel ist, du drückst irgendeine Taste, am besten falls oben rechts, das ist nämlich Licht an, Licht aus. Du siehst immer, worauf du drücken musst. Ja, soweit bin ich vollkommen zufrieden jetzt mit dem Setup erstmal. Was das Problem noch ist, es wird nie laut genug, weil ich sonst ein Störsignal auf meiner Anlage habe. Woher das Störsignal kommt, weiß ich nicht, aber es ist noch im Rahmen. Also ich kann trotzdem noch gut laut anhören. Man darf ja auch nicht zu laut anhören. Zu Hause ist es sehr hellhörig. Und sonst, na gut, meine Maus spackt ein bisschen rum, da muss ich mir mal eine neue kaufen, aber das ist nicht das Problem, ist ja nicht das teuerste. Ja, und der Beamer, der war ein bisschen für die 600 Euro, war der Lieferumfang etwas gering. Da war nämlich nur ein VGA-Kabel dabei und das Netzkabel, also der Kaltgerätestecker. Mehr war nicht dabei. Ich hätte ja mal noch ein HDMI-Kabel oder irgendwas gewünscht. Ich weiß gar nicht, hat er Display? Weiß ich gerade gar nicht. Nein, hat er nicht. Da kann man mal die Anschlüsse sehen. Audio in, Audio out. VGA, zweimal HDMI, was willst du mehr? Ja, der hat natürlich, der ist so verhältnismäßig ruhig, also du hörst ihn nicht, wenn der Film läuft, das ist, war mir eigentlich das Allerwichtigste und hell ist er, also ich kann auch tagsüber, kann ich hier gucken, wir können ja mal als Vergleich, pass auf, obwohl das ist schlecht mit dem Handy, wenn ich jetzt mal hier alles ausmache, wie hell das da noch in meinem Raum ist, dass man hier noch so halbwegs filmen kann, ne? Wenn ich jetzt ausmache, wird es dunkel. Wenn ich ihn anmache... Huch, das war zu viel. So. Jetzt sieht man erstmal, was... Wenn ich jetzt hier so runterfilme, ja, könnt ihr so fast sehen, ne? Jetzt kann man es überhaupt nicht mehr sehen. Gut, mein Rechner ist ja noch an, ne? Aber es ist, ich sag mal, man findet sich noch zurecht so im Zimmer. Und so ist es wirklich taghell. Also... Das mache ich mal wieder. Ach, das kann ich eigentlich ausmachen. So. Ja, das ist eigentlich erstmal alles zu meinem Beamer und zu meinem Heimkino. Ja, wenn ihr natürlich noch Verbesserungsvorschläge habt, kabeltechnisch oder übertragungstechnisch, wie ich zum Beispiel jetzt hatte hier mit dem Lautsprecher unten. Die Lautsprecher, die hatte ich da, die sind von meinem Schwager ausgeliehen. Der braucht die nicht mehr. Der hat gesagt, wenn du sie probierst mal aus, wenn du dann, ob das gefällt, wenn du neue brauchst, probier erstmal die aus. Ob es das Richtige für dich ist und wenn du sie nicht mehr brauchst, schmeiß sie weg, ich brauch sie nicht mehr. Jetzt habe ich die halt fix verwendet, bevor ich mit meinem dummen Laptop-Lautsprechern ankomme, das ist das natürlich besser, ne? Und ja,
Willst du noch irgendwas sagen? Ja, in meinem Zimmer hat sich soweit nichts verändert. Außer halt die Gardinen, dass jetzt andere dran sind, die vor allem auch... Pass auf! Das zeig ich euch. Die weitestgehend zugehen. Ja, Sachen gibt's, ne? Mit Profis muss man arbeiten. Ja, die sind aus meinem alten Schlafzimmer. Ja, Teppich, den hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon. Eigentlich ist soweit alles gleich geblieben. Auch das Regal, das hat sich jetzt gefüllt nochmal mit Büchern. Das Regal hat sich jetzt auch wenig gefüllt. Das ist aber sonst eigentlich alles gleich geblieben wie vorher. Also so richtig Update-Video ist das nun nicht von meinem Zimmer. Es ging halt hauptsächlich nochmal um das Heimkino. Und soll ich jetzt noch eine Setup-Tour machen von dem Setup dort? Ah, das ist langweilig, oder? Wenn's. Gut, wir machen's. Weil wir sind ja immer dabei. Ich muss irgendwie in meinem. Ich habe bloß keine genauen Angaben, was jetzt wie, was, wo, wie viel gekostet hat. Das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Der Rechner. Selber zusammengebaut mit einer RTX 2070, einem Intel i5 8400K oder 8600K. Ich bin mal, oder ich habe doch das Ganze schon noch offen. Warte, mal kurz mal ausfinden. Mit einem, sagst du, 8600K mit 3,6 GHz. Das ist ein 6-Kerner schon. Ja, aber das ist so 6-Kerner, den sie da auch abgeschnitten haben. Also okay, richtiger, ne? Ja, dann hier ein paar Kopfhörer von Philips, glaube ich. Die habe ich schon mal im Baumarkt gekauft, Mediamarkt gekauft, was ich mal so behalten. Die gehen jetzt bloß langsam hier kaputt an den Seiten, da brauche ich bald mal neue, aber na gut. Dann noch eine externe Festplatte, die ich schon seit Jahren habe, also schon so, fast so viele Jahre, wie ich YouTube mache, seit 5 Jahren habe ich die locker. Terabyte, dann ist hier in dem PC 230 GB oder 250, wie viel so immer ist, SSD, noch 1 TB HDD, Spielefestplatte, auf der externen ist YouTube und Filme und so ein Zeug. Dann habe ich hier die linken Monitore, das sind solche AOC, was ist die Bezeichnung, E2270SW und das ist, glaube ich, mit derselbe, die sind wieder anders, aber an sich sind es dieselben. Das hier ist ein Yammer 27 Zoll, also das links und rechts sind 23 Zoll, das ist ein 27 Zoll Pro Light. Was steht da? E2783QSU. Der kostet glatt 200 Euro, 27 Zoll, 1440p, was willst du mehr, ne? Für mich reicht da vollkommen aus. Dann kommen wir mal zum weiteren. Das Mikrofon ist ein Neur NW700. Kostet 35 Euro. Das weiß ich noch, ne? Die zwei linken Bildschirme, also der linke und der rechte Bildschirm, das war B-Ware, also, ne? NW700, habe ich gesagt. Kostet 35 Euro. Also die Spinne, der Popschutz, das Mikrofon. Warte mal, da steht es nochmal. Ja. Der Arm, das Kabel. Die Tischklemme, aber das Kabel aufpassen, das Mikrofon braucht Phantomspannung, also extra nochmal, wie 48 Volt. Und das Kabel, was dazu war, ist ein Klinke-Kabel. Das klingt scheiße. Klinke klingt scheiße. ja, schlechter Gag. Das heißt, extra Kabel kaufen und, was wichtig ist, entweder ein Modul, was dir 48 Volt nochmal reinspeist oder gleich ein Audio-Interface, wie ich es habe von UFO. Von Behringer Euphoria UMC22. Sieht professionell aus. Ja, hier ist noch der Plastik drauf, deswegen sieht es so blöd aus. Ist aber ein geiles Teil. Hast sogar zwei Eingänge. Ich brauche aber halt nur den einen vom Mikrofon, den habe ich nicht. Das ist ja eigentlich auch. Warte. Das ist eigentlich nur so ein Adapter, der drin steckt, weil ich da zwei Stück von habe und die wollte ich halt auch beide verwenden. Mikrofon, Lautstärke, dann hier der zweite Eingang, Lautstärke. Hier hat man nochmal die Kopfhörerlautstärke, die man einstellen kann. Dann Direct Monitor, dass man sich direkt hört. Und natürlich ein Kopfhörerausgang. Und dann nochmal Power und 48 Volt. Also plus 48 Volt. Die kann man an der Rückseite ein- und ausschalten. Ist auch schön. Brauchst du bloß nicht. Ja, was haben wir denn dann noch dazu? Die Tastatur ist von Trust. Trust GTX, irgendwas, keine Ahnung. Auch im Mediamarkt gekauft oder im Markt einfach gekauft. Das war noch nicht mal Mediamarkt, das war Medimax, war das. Ha. Nein, der gehört mir nicht. Die habe ich jetzt seit 3 Jahren, die habe ich mir mal zur Lehre gekauft. Da bin ich mit dem Moped noch dorthin gefahren.
Die hat schon leichte Verschleißerscheinungen, ne? Ja, die hat schon sehr viele Minecraft-Surfer miterlebt. Und nicht nur Minecraft-Surfer, auch komplett Metro und eigentlich alles hat die durch schon. Also, ja, das ist nun mal so. Ist ein Feature. Dann noch von Trust GTX die Maus, die auch nicht besonders gut ist, weil das Mausrad, das wenn du es langsam drehst, dreht das wie durch und wenn du es schnell drehst, dann scrollt es erst. Also, ne, und dann kannst du halt noch Farben ändern. Problemlos ist, wenn du die Farben änderst, änderst du auch die Geschwindigkeit der Maus. Also total sinnlos. Ich kann auch hier Farben ändern. Könnte ich natürlich alles blau leuchten lassen, aber ich bin ja so ein Fan von Schwarz-Rot. Also klingt wie so Fußballverein Schwarz-Rot. Nee, weil guck, wenn du genau guckst auf der Unterlage hier, auf der Schreibtischunterlage, das ist schwarz-rote Naht. Dann mein Sofa, schwarz-rote Naht. Die Kissen, schwarz-rote Naht. Die Stühle dahin, schwarz-rote Naht. Gut, der Teppich hebt sich ab. Hätte ich aber UN kriegen können, aber der hat mir besser gefallen. Schwarz-rot, ja, also schwarz-rot. Also es ist ein bisschen, ja, schwarz-rot. Es geht so ein bisschen, es ist so ein Faden, der hier durchgeht, sagen wir mal so, ein schwarz-roter Faden. Ja, das hat mir mal eine Zeit lang sehr gefallen. Gefällt mir eigentlich immer noch. Das passt bloß nicht in den Raum hier rein, das ist aber nicht gut, ist auch egal. Was haben wir denn noch? Was habe ich denn vergessen? Hier sind noch ein paar Lautsprecher dahinter versteckt, die sind aber egal. Um es mit den Worten von Wendler zu erzählen. Der Stuhl, der ganze Zeit so schön knarrt, auf dem ich hier sitze. Weiß ich nicht, wo der her ist, den habe ich geschenkt bekommen. Der ist auch schon alt und schlecht vor allem. Dann, was haben wir denn? Sonst war das eigentlich erstmal Hardware. Also, was heißt erstmal? Ja, dann noch hier so eine Schreibtischauflage, die ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Euro kostet, die ich günstiger ranbekomme, weil wir die anfertigen. ja, also wir verkaufen die nicht, aber ich habe die günstig. Ich habe nur das Blech bezahlt, sagen wir es mal so. Ich habe nur 50 Euro fürs Blech bezahlt, den Rest konnte ich durch Eigenleistung abbringen. Ja, dann war das das eigentlich, wie lange machen wir das schon? 22 Minuten, ja, das wollte ich eigentlich gerade nicht machen hier, dass ich das Setup hier noch vorstelle, aber na gut. Diese Erhöhung dort, die habe ich selber gemacht mal, weil ich es hasse, so runter zu gucken und deswegen kann man so schön geradeaus gucken auf meinen Rechner, also auf die Bildschirme, weil die auch nicht, damals waren die auch noch nicht so groß. Jetzt sind das ja, da war ja das, da links, der linken und der rechten waren ja noch mein Haupt, also da hatte ich nur einen und das war der Hauptbildschirm und dann noch ein 4:3 als Zweitbildschirm und dann habe ich den 4:3 ausrangiert, den könnt ihr auch kaufen, wenn ihr wollt, und habe mir dann den großen hier eingetan, da hatte ich zwei Bildschirme dann gehabt, immer noch, aber zwei große und dann habe ich immer noch den dritten hier gekauft, aber der spackt ein bisschen rum, das liegt wahrscheinlich an der Anschlussart, der ist über HDMI angeschlossen, der über DisplayPort und der über VGA, aber mit einem Adapter von DisplayPort auf VGA. Toll, ja. So, dann denke ich, habe ich erstmal soweit alles erzählt. Ach, mein Internet, ja. Habt ihr ja bestimmt vorhin schon gesehen, das ist ja solches, mit dem Adapter da hinten, das ist ja solches D-LAN. Absoluter Dreck. Besser wie WLAN, aber kommt nicht ans LAN ran. Ja, fragt man, zieh doch Kabel. Ja, das Kabel, kann ich schon genau sagen, müsste ungefähr dort. Dort steht der Router auf der anderen Seite der Wand. Wie will ich damit Kabel hinkommen, ohne dass man es sieht? Ich will ja nicht, dass man Kabel sieht. Das einzige Kabel, was man sieht, ist hier das an dem PC. Das sind zwei Kabel, ist ein Netzkabel und ein LAN-Kabel von dem DLAN-Adapter, weil ich hier keine Steckdose habe. Und ihr seht ja, ich habe ja hinten relativ alle Kabeln versteckt. Bei dem Beamer sind relativ alle Kabeln versteckt. Gut, da hinten muss ich mal noch was machen. Ja, das ist aber jetzt erstmal so dieser Punkt, was ich hier. Ne? Gut. Soll ich noch softwaretechnisch anfangen? Windows 10 auf allen beiden Rechnern. Auf meinem Laptop noch Windows 7. Der existiert auch noch, aber wird bloß nicht mehr genommen. Wer sich jetzt noch fragt, mit was schneidest du deine Videos? Mit Sony Vegas 13. Was mittlerweile auch schon veraltet ist, aber na gut, ist es egal. Ja. Dann werde ich mich jetzt so ans Schneiden machen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer sich fragt, wann es mal wieder aktiv weitergeht, weil ihr seht ja, ich bin nicht sehr aktiv aktuell. Eigentlich müsste Outlast weitergehen. Wollte ich ja eigentlich mit Kai zusammen mitmachen, aber er hat ja auch, ist auch beschäftigt. Schule halt, ne? Das, was ich nicht mehr habe. Weiß ich noch nicht. Ich wollte ja mal aufnehmen. Morgen wird das nichts. Nächste Woche nicht gleich.
Ja, ich wollte. Lass ich das noch in ein Infovideo eskalieren? Ja, mache ich, komm. Ja, ich habe noch eine Folge auf Lager, die wird auch mal veröffentlicht und ich muss nochmal mit Kai absprechen, weil dann mache ich wirklich mal mit weiter und dann muss ich mal ein bisschen aufnehmen. Vielleicht nehme ich auch mal länger auf, dass ich gleich durch aufnehme. Mal sehen. Und was ist denn noch? Ja, Outlast 2 erstmal. Was danach kommt, habe ich noch gar keine Ahnung. Werden wir aber uns überraschen lassen. Was wollte ich noch erzählen? Ach ja. Ab dem, ich weiß nicht, wann das Video kommt, das ist ja der 27.02. Ab morgen bin ich fertig mit meiner Lehre. 3,5 Jahre. Ich habe es ja schon auf Twitter gesagt. Ich habe eine Lehre gemacht, 3,5 Jahre, und die ist jetzt zu Ende. Ich habe Prüfung geschrieben, ich habe das Ergebnis bekommen, ich habe bestanden, also ich muss nicht in die Verlängerung. Und arbeite ab Montag, also ab 1. März in einem neuen Betrieb als Geselle. Ja. Ich habe mich ja schon öfters mal aufgeregt in Streams, dass ich zu weit weg wohne und dass ich ewig fahre und dass ich keine Zeit habe. Und das wird jetzt alles anders. Ich habe nur eine halbe Fahrstrecke, ein Drittel der Fahrzeit. Ja, das heißt, und vor allem mehr Lohn. Nee, der Lohn ist, die Strecke hat es schon. Es hat zwar ganz schön wehgetan am Donnerstag, als ich auf meiner Ex-Arbeitsstelle war, damals noch meine Arbeitsstelle, und ich dann gesagt habe, hier, nee, es wird nichts am 1. März, da komme ich nicht. Die Gesichter waren lang. Nun, naja, was wollen sie machen? Sie konnten mir halt keinen kürzeren Arbeitsweg mir bieten. Sie haben gesagt, nun musst du mal näher ranziehen, hab ich dann drauf gesagt, naja, da hol ich vielleicht mir meine Arbeit mehr in meine Nähe. Das ist schon länger her, wo ich das mal gesagt habe. Na gut, ja. Ne, wisst ihr Bescheid. Ich hab auch vor, wieder ein bisschen zu streamen. Heute fange ich nicht noch an. Ich muss noch für Mies Geburtstagsgeschenk fertig machen. Das muss nämlich am Montag, muss ich das ausliefern. Und da habe ich Montag keine Zeit. Morgen kommt der Kumpel vorbei, dann machen wir, zocken wir übelst. Hat auch noch nicht mein Zimmer gesehen. Deswegen, ja, ich denke mal, das ist schon. Habe ich von meinem alten Zimmer eine Roomtour gemacht? Ja. Das war 2000. Oh Gott, wann war denn das? Das gucke ich mal nach. Wann war denn das? Wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. Videos. Ich weiß, total professionell. Aber so haben manche YouTuber angefangen. Wie ich zum Beispiel mit dem Handy vom Bildschirm abfilmen. Gibt's auf diesem Kanal ja nicht, aber. Ich hatte mal irgendwann eine Roomtour gemacht. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wie lang das her ist. Ist auf jeden Fall schon einige Zeit her. Ich denke, über einem Jahr. Ich hatte dann auch mal umgeräumt. Mein Zimmer. Das war ungefähr im August oder mal September. September habe ich mal umgeräumt. Und dann habe ich halt jetzt nochmal extrem umgeräumt. So. Verbleibender Speicher, einige Funk, was? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall das Video beenden, da das hier auch nicht lädt. Ist auch egal, wann ich das letzte Mal die Roomtour gemacht habe. Ihr habt sie jetzt und das letzte Mal gesehen. Ja, ich bedanke mich fürs Angucken. Guckt mal in die Streams vorbei. Das geht bald wieder richtig rund. Ja, vielen Dank fürs Angucken und tschüss.